Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars The Old Republic. Jawohl, wir sind wieder gemeinsam unterwegs, beziehungsweise fast. Der Dude ist irgendwann mal gestorben und hier unten gelandet. Und ich werde mich jetzt auf den Weg zu ihm machen. Weil hier oben bin ich ja eh fertig. So, sollte ja nicht so weit sein, der Weg. Sofern die mich jetzt nicht noch vom Teil holen. Brauche ich gar nicht mehr dorthin zu kommen zu dir. Nein, ja. Nein. Wir sind da oben durch. Ja, siehst du mal. Ja. Habe ich doch gesagt. Ja. Können wir eigentlich recht zu lang eigentlich direkt, oder? Ja, da hatte ich vor, weil, wie gesagt, weil das ja eh gerade in der Nähe ist. Muss nur aufpassen, dass ich hier nicht gerade versterbe. Aber nö, durfte dann nicht ganz gut aussehen. Ich bin noch nicht vom Gleiter gesprungen. So, wie gesagt, wir sind ja jetzt auf dem neuen Server. Das heißt, der Dude muss sich auch erst dran gewöhnen, dass mein Bolzen jetzt ein Nagel ist. Aber, ja. Was zählt's denn? Was will man denn machen? Jeder muss einmal einen anderen Namen annehmen. So, als Synonym, ein Akronym. Guck da vorne, rennt er an. Der durfte sich nicht umbenennen. Der konnte so bleiben. Irgendjemand hat meinen Namen geklaut. Aber Hauptsache Nagel war noch übrig. Der war ja auf dem anderen Server besetzt, nämlich von mir selber. Deswegen konnte ich den da nicht nehmen. Heißt, wenn ich den jetzt dann noch umbenenne, also sprich, wenn ich den jetzt auch noch hier rüber hole auf diesen Server, muss ich den schon wieder umbenennen. Bäh. So, dann weiter. Ja, bin schon unterwegs. Wir sind noch nicht Freunde irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe dir eigentlich, beziehungsweise eventuell musst du selber so eine Freundschaftsanfrage stellen. Ich habe, also Freundschaftsfenster aufmachen, entweder über U oder das Sozialfenster halt oben in der Leiste. Dann unten auf das Plus drücken, unten rechts. Freund hinzufügen. Und da gibt es halt mal Nagel ein. Ja, oder einfach so gesehen. Ach so, ja, genau. Bei dir ging es halt einfach so nicht, weil ich ja weit genug weg war. Du warst ja entfernt, also musste ich dich über diese Leiste nehmen. Geht natürlich auch so. Okay, hat sich erledigt. Ja, aber wieso kann ich denn die Leute einfach adden? Was ist das denn? Ja, ich weiß auch nicht. Ein bisschen merkwürdig gemacht, aber ja, scheint so seine Tricks zu haben. Das erklärt und natürlich hier ist auch. Ja, hier gibt's Leute. Cool. So. Das erklärt natürlich auch, warum ich hier Vivien, alias der Typ, so leicht gefunden hat. Zur Stelle. So, na, guck mal. Ja, das kann natürlich sein, ja. Ich kann helfen. Ne, mach nochmal bitte, danke. Hallo erstmal, der Typ. Wen muss ich hier erschießen, um ein paar Sensordaten zu bekommen? Tut mir leid, Commander. Die letzten Messungen lassen erkennen, dass sie das Gebiet um die Schiffe herum abgesichert haben. Ich habe den Admiral gewarnt, dass sowas geschehen könnte. Ich hasse es, Recht zu behalten. Commander, ihr habt Besuch. Hey, ihr seht aus, als könntet ihr mit einem Blaster umgehen. Wollt ihr mal euren Heldenmut beweisen? Wir wurden kalt erwischt. Und ich brauche jemanden, der vertrauenswürdig ist und das Chaos schnell und unauffällig beseitigen kann. Ja. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Commander. Gebt mir einen Situationsbericht. Wir haben über diesen Eisklumpen eine Menge Schiffe verloren und eigentlich wollten wir ihre Bordcomputer bergen. Jetzt läuft uns die Zeit davon. Die Piraten vom Weißen Schlund plündern unsere Maschinen und verkaufen unsere Daten an den Höchstbietenden. Codes, Manöver, Stützpunktposition. Wenn das so weitergeht, können wir jegliche Sicherheit vergessen. Wir müssen diese Computer als Erste erreichen. So lobe ich mir das. Denkt einfach nicht daran, dass diese Piraten ihre eigenen Mütter töten würden, um das Plündergut zu beschützen. Die Schiffe sind im Raumschifffriedhof verstreut. Ihr müsst an jedem von ihnen eine Ionenmine platzieren. Viel Glück. Wir verlassen uns alle auf euch. Okay. Platzieren, das überlässt du am besten mir. Du sprengst dir wieder die Finger ab, wie das letzte Mal. Machen wir nicht mit. So, was haben wir hier unten? Hier unten ist noch was. Da, Positionssache, Dulania. Jetzt müssen wir schon wieder an deinem Zeug arbeiten. Nur weil du nicht hinterherkommst. So, und jetzt renne ich dir noch. Genau, und jetzt renne ich dir noch hinterher und es ist verkehrt. Ja, hier so. Lang. Da lang. Kommst du? Im Sinne von erscheinen? Bin schon unterwegs. Keine Sorge. Huch. Ich hab einen Nagel. Du erhältst jetzt EMP-Minen, du bist jetzt für PvP markiert. Was? Ich dachte, das gibt's nicht auf dem PvP-Server.
Offensichtlich in manchen Gebieten doch. PvE-Server. Dachte ich. Oder, achso, das konnte man ja hier, glaube ich, ausschalten oder sowas. Müsst mir nochmal den groben Unterschied, also ein bisschen was weiß ich, aber den groben Unterschied könnt ihr mir ruhig mal erklären. Leute, schreibt in die Kommentare, ganz wichtig. Damit ich nicht dumm daher rede. Wie du. Die Medis berichten, dass die Strahlenschilde der Piraten ausgeschaltet sind. Unser Ziel ist zum Greifen nah. Irgendein Zeichen von Sergeant Rusk oder seinen Leuten? Ich hatte sie eigentlich schon zurückerwartet. Wir haben die Waffenlager des Weißen Schlunds angegriffen. Ich schätze, sie treffen jeden Moment hier ein. Ich fürchte, wir verlangen zu viel von ihnen. Die Leute unter Sergeant Rusks Kommando scheinen unzufrieden zu sein. Ich habe Leute wie Rusk auf Balmora getroffen. Irgendwie scheinen sie immer als Opfer der eigenen Leute zu enden. Jedi, die Zerstörung der Waffenlager der Piraten hat länger gedauert als erwartet. Doch die Mission war ein vollständiger Erfolg. Die Truppstärke liegt noch immer bei 100%. Wir müssen euch dafür danken, wenn wir das alleine hätten erledigen müssen. Ich helfe, wo ich kann, Private. Das ist ein kompletter Scan des Schlachtschiffs. Die technischen Daten werden zurzeit nur minimal bewacht. Leider liegt dieser Bereich direkt zwischen zwei starken Fronten. Piraten vom Weißen Schlund und imperiale Stoßtrupps. Sie kämpfen um die Kontrolle. Wir können nicht zulassen, dass eine Seite gewinnt. Wir müssen sie alle besiegen. Ich kann die technischen Daten sichern, wenn ihr mit Sergeant Rusk die feindlichen Truppen beschäftigt. Welcher Gegner wäre euch lieber? Ich komme schon klar. Wie können wir Opfer bei eurem Trupp minimieren, Sergeant? Die Piraten haben nur wenig Disziplin. Unter Druck werden sie in Panik ausbrechen und Fehler machen. Dann gehören die Imperialen euch. Hoffen wir, dass die Drohung, dass sie Jedi schlechter seien, nur eine Täuschung war. Hier sind die Koordinaten, bei denen ihr die feindlichen Truppen abfangen könnt. Sobald der Angriff begonnen hat, berge ich die technischen Daten. Seid vorsichtig bei diesen Imperialen. Möge die Macht mit euch sein. Ja, mit dir auch. Oh ja. Macht nichts mit Macht und so. Huch, da stand ich gerade in dir drin. Ups, sah ja hässlich aus. Lag natürlich nur an dir. So, wir gucken mal, hier drin sind noch ein paar andere Missionen. Die nehmen wir natürlich gleich mit hier drüben raus. Und einmal nach Admiral rechts. Admiral Rewald und bei Captain Grollix. Admiral? Was ist ein Admiral? Admiral, ja. Hallo Admiral. Gut. Jetzt, wo alle hier sind, kann die Party endlich beginnen. Ich bin Admiral Rewald. Der Sabrak mit dem sonnigen Gemüt ist Arem, mein Chefingenieur. Willkommen am besten Ort auf ganz Hoth. Solltet ihr nicht bei eurer Flotte sein? Ich sollte an der Front stehen. Seht ihr, wo wir sind? Seht euch genau um. Das hier ist der Wendepunkt des Krieges. Ich weiß nicht, wie viel ihr von der republikanischen Präsenz auf diesem Schneeball gesehen habt. Aber es dreht sich alles nur um eins. Das ist nicht bloß eine Schlacht um Hoth. Wenn wir hier draußen gewinnen, haben wir den ganzen Krieg gegen das Imperium im Sack. Was hat diese Eiswüste, worum es sich zu kämpfen lohnt? Auf diesem Eisfeld verstreut liegen die Überreste von einem unserer Großkampfschiffe. Es transportierte einen streng geheimen Waffenprototypen. Die Nullkanone. Sie kann die komplette Maschinerie auf einem Raumschiff rösten, ohne dass die Crew auch nur einen Kratzer bekommt. Mit dieser Waffe könnten wir das Imperium in die unbekannten Regionen zurückdrängen. Ich dachte, an der Front würde mehr gekämpft. Macht euch da mal keine Sorgen. Da draußen sind jede Menge Ziele, auf die ihr schießen könnt. Wir haben das Wrack gefunden. Leider sind die Piraten zuerst dort angekommen und haben ein paar Teile des Prototyps mitgenommen. Sie operieren von einer versteckten Basis aus. Wir haben Tals und Infanterie eingesetzt. Sie erleiden starke Verluste da draußen. Und wir sind der Nullkanone noch keinen Schritt näher gekommen. Wir können nicht zulassen, dass dieser diebische Abschaum Hoth mit einer Waffe verlässt, die jedes Raumschiff in der Galaxis ausschalten kann.
Ein Prototyp. Kommt sofort. Die Sensoren haben Lebensformen in den nahegelegenen Wracks entdeckt. Die Piraten könnten auf der Suche nach Teilen vom Hauptenergiekern der Nullkanone sein. Haltet Ausschau nach allem, was uns dabei helfen könnte, diesen Abschaum zu seinem Versteck zu verfolgen. Kontaktiert mich, sobald alle Fragmente des Energiekerns gesichert sind. Geht da raus und schlagt ein paar Köpfe ein. Die Nullkanone, okay. Ich verstehe genau, wie die funktioniert. Die schießt mit deinen Skills, deswegen geht auch alle Technik kaputt. Wieso? Was habe ich denn schon wieder damit zu tun? Naja, deine Technik-Skills halt, ne? Null. Sagt doch schon, ist nach dir benannt. Also ehrlich. Stranger Topa, Gomakase. Chino Hagua Buntacho, Chubalong Haku. Pampaula ji ota kakoga huta nupisto. Das klingt nicht gut. Chonki faguta, jiho poda ji oto vokise. Patoga wata kiko uba kili wata buki donko. Buka kampak nijit, tonka yiliska chanaga. Ich kümmere mich darum. Kupa tonti toki maki chisa chubolo wawuni. Chobet i kafst du an, dile jihulo kuta. So, okay. Sehr schön. Was ist das hier hinten eigentlich? Jedi-Botschafter. Ah, nee, da haben wir keinen dabei. Das passt schon. Also gehen wir weiter. Geh weiter, Junge. Genau. Die Nullkanone bergen und damit tun wir dann diese Leute mit der republikanischen Technik abballern. Dann haben die keine Technik mehr. Haha. Ist das nicht ein schlauer Plan? Brutal. Ja. Du bist heute irgendwie einsilbig, kann das sein? Normalerweise beschwerst du dich mehr, wenn ich dich lächerlich mache. Machst du. Das waren zwei Silben. Hahaha, verarscht. Siehst du, nicht mal einsilbig sein kannst du. Auf heute Hü. Ja, ich bin hinter dir, direkt hinter dir. Du Lahmarsch. Ich bin kein Lahmarsch. Ich bin ein Bodyguard. Die laufen immer dahinter. Weil ich weiß ja nicht, wo du hin willst. So, du hast den Ort, die begrabenen Toten entdeckt. Und einer der bald Toten rennt hier vor mir auf dem Mount rum. Also rennt, nicht sitzt. Mit dem Hintern festgefroren. Wegen Pups. Achso, siehst du, was ich mal testen wollte? Ging das hier? PvP-Markierung ein- und ausschalten. So, hast deine PvP-Markierung manuell aktiviert. PvP-Markierung wird deaktiviert, wenn du in einer Sicherheitszone bleibst, 5 Minuten kein PvP aktiviert werden mehr nachgehst. Aha, okay. Also, ich kann hier auf dem PvE-Server immer noch PvP im offenen Gebiet machen gegen die SIF. Nur eben, dass ich das hier ausschalten kann. Ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Was sieht so aus, ne? Ich kann helfen. Ja, okay. Ja, das ist halt, muss ich sagen, dass wir auf dem PvP-Server halt, so vom Prinzip her, für den Popo halt ist eigentlich, ne? Naja, wie gesagt, wenn man sich's auswählen kann, nimmt man halt das, was man will. Oh, maximal Einsatz. So. Ach so, dabei fällt mir ein. Ich habe ja noch einen Einsatz im Plan. Warte, ich muss ja mal ganz kurz. Dann, sobald du den hier fertig machst. Ja. Okay, muss ich mal kurz ins Inventar gehen. Inventar, weil da schleppe ich schon. Das war nicht das Inventar. Inventar ist hier. So, weil da schleppe ich schon die ganze Zeit mit mir rum. Hier die dringenden Befehle. Dieser Gegenstand startet eine Mission. So. Dann gucken wir mal. Hallo Mission. Reise nach Coruscant ist die Mission. Okay. Muss ich bei Gelegenheit mal hin. Fällt mir jetzt gerade so ein, auch in den Folgen, wo du nicht aufgenommen hast, machen können. Jetzt? Weil das ist ja nichts für dich. Ja, ich habe hier... nö. Warte, was muss ich hier noch machen? Warum denn nicht? Das Teil noch. Die Energiekupplung der Nullkanone brauche ich noch einen Augenblick. So. So, abgeschlossen. Besorge den ersten Teil der Nullkanone. Klar, dass du bei der Nullkanone schneller bist. Wieso denn? Naja. Wie gesagt, die ist nicht umsonst nach dir benannt. So, man sieht schon wieder, wie du gut mit Technik umgehen kannst, wie du da dort an dem Ding gefailt bist, war schön.
Du schaffst es doch auch nicht besser. Doch, ich ja, bin komm, doch gerade drüber. Du fällst doch auch hier gerade schon wieder. Ich habe nur auf dich gewartet. Ich habe nur auf dich gewartet. Mhm, apropos warten. Klar. Warten wir hier mal kurz und beenden die Folge oder beenden wir die Folge ja, okay, und warten darauf, dass die Folge sich von selbst beendet? Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, lasst ein kleines Feedback da. Zum Beispiel einen Daumen nach oben oder sowas. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.